Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Von meinem Küchenfenster aus, da ist auch die Spüle, habe ich einen wunderbaren Blick. Ins Grüne, aber auch auf eine kleine Kreuzung. Und da war am Freitag richtig was los. Und zwar müssen zwei Autos beim Abbiegen sich touchiert haben. Das habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, als ich meine Spülmaschine ausgeräumt habe, war, dass die Polizei da war und dass die Autos da standen und dass Männer hin und her liefen, ein Jüngerer und ein Älterer. Die mussten dann was unterschreiben, die Polizei machte Fotos. Und dann sah ich, wie die beiden Unfallbeteiligten ihre Warndreiecke, jeder an seinem Auto, weit voneinander entfernt einpackten. Der jüngere Fahrer ging noch mal auf die andere Straßenseite und sah runter zu dem anderen älteren Fahrer. Und ich sah, wie er die Hand hob und winkte. Also offensichtlich haben sie sich voneinander verabschiedet. Und dann passierte was, was ich total cool fand. Der ältere und der jüngere Mann, die gerade einen Unfall gemeinsam verursacht haben, gingen aufeinander zu und reichten sich die Hand. Sprachen noch einen Moment miteinander und gingen dann auseinander. Da hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gedacht, ja, wenn das doch im Leben öfters so wäre. Es passiert irgendwas, was man nicht ändern kann, was ärgerlich ist, was vielleicht auch schmerzt. Und dann geht man wieder aufeinander zu und reicht sich die Hand. Gott sei Dank, dass sowas passiert. Dass Menschen wieder aufeinander zugehen. Das war ein wunderschönes Bild, das ich da am Freitag gesehen habe. Meine Inspiration für diese Woche und mein Gott sei Dank-Moment. Und ich wünsche dir auch eine schöne Woche mit vielen großen und kleinen Gott sei Dank-Momenten. Bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.